Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Wissen. Wir bringen euch da draußen technische Aspekte rund um das Thema Automobil einfach ein bisschen näher. Dafür bin ich heute zu Gast in Frankfurt bei Continental. Kameras findet man heutzutage in fast jedem Neuwagen. Sie helfen uns, sie unterstützen uns. Früher haben Kameras gerade mal die Spur vor dem Auto erkannt und konnten uns ein bisschen warnen, wenn wir die Spur verlassen. Heute können sie gar komplexe Verkehrssituationen erfassen. Ich frage mich, wie geht das? Und habe mir einen Experten zur Seite geholt, den Sascha. Sascha, kannst du dich einmal kurz vorstellen? Ja klar, gerne. Mein Name ist Sascha Semmler und ich bin in der Geschäftsführung von der Business Unit ADAS verantwortlich für das Thema Kameras. Also Kameras, die nach vorne schauen, aber auch zur Seite und nach hinten. Gut. Du kennst dich also aus. Hier haben wir ein Fahrzeug von euch, ein Versuchsfahrzeug. Ja. Da sind diverse Kameras verbaut. Was ist für uns jetzt hier relevant? Wir haben auf der einen Seite haben wir Serienkameras mit drin, aber vor allen Dingen die weiter links gezeigte Kamera, das ist ein Prototyp mit 8 Megapixel Auflösung. Und mit der Kamera zeigen wir halt Themen, die über eine reine Detektion hinausgehen. Also es geht nicht mehr darum, da ist eine Person, da ist ein Auto, sondern vielmehr, was wird dort demnächst geschehen? Was werden die Personen machen? Und dafür haben wir auch einen Versuchsaufbau hier, wo wir das ganz gut zeigen können. Mhm. Und es ist hier, wenn wir ein Stückchen weiter zurückgehen, dann werden wir gleich sehen, dass man jetzt nicht nur erkennt, da ist eine Person, sondern auch wirklich das Endoskelett der Person. Also rechte Seite, linke Seite, rot ist in dem Fall links, grün ist rechts. Und wir erkennen wirklich jetzt Arm- und Beinsegmente. Ne? Und was wichtig ist, vor allen Dingen Nase, Ohren, Mund. Wir erkennen auch, ist da jemand aufmerksam oder nicht. Also wenn wir zum Beispiel Richtung Fahrzeug schauen, würde man jetzt sehen, dass da oben so grüne Checkmarks reinkommen, ja. Das Display. Und das bedeutet jetzt, die Kamera erkennt, ja, wir haben das Fahrzeug gesehen, an sich kann da nichts passieren. Wenn wir jetzt beide weggucken, genau, dann wird dieses Checkmark jetzt weggehen. Und dieses Checkmark sagt dann aus, ist da jemand aufmerksam oder nicht. Wenn das Checkmark weg ist, bedeutet das, die Person kann irgendwo hinlaufen. Da wissen wir nicht direkt Bescheid. Und jetzt, wie spät haben wir es? Hast du ein Handy mit? Ich habe ein Handy mit. Ja. Und sage jetzt. Und jetzt siehst du zum Beispiel Zombie Detection, Smartphone-Zombies, gefährliche Spezies. Wenn solche Leute unterwegs sind auf der Straße, kann das durchaus mal schnell passieren, dass sie ein Fahrzeug übersehen. Ne? Und wenn dann jemand so rumläuft, erkennen wir das auch und da wird dieses Dreiecksymbol dann eingeblendet. Ne? Zombie. Und dann, was können wir damit machen? Also erstmal erkennen wir es, da ist eine gefährliche Situation und jetzt können wir reagieren darauf. Ne? Das heißt, das Fahrzeug abbremsen, weiter links fahren, weiter rechts fahren, je nachdem, was dann sinnvoll ist, ne, um diese gefährliche Situation zu vermeiden. Und das ist das, was wir Menschen ja auch machen. Also wir Menschen, die denken ja nicht, da ist ein Auto, da ist eine Person, sondern wir denken halt im gesamten Szenenverständnis, ne, also Scene Understanding. Was wird passieren? Da ist ein Radfahrer, der ist in Bewegung, der wird dann links rüberfahren. Da ist eine Person, die achtet nicht so richtig drauf, weil die ein Handy hat. Und diese Gesamtverkehrszusammenhänge zu erkennen, das macht das enorm sicher. Jetzt können wir halt darauf reagieren. Und das ist auch wichtig für das automatisierte Fahren, dass man da entsprechend dann eingreifen kann. Ne? Gas geben, beschleunigen, bremsen, links ausweichen, komplett zum Stehen kommen. Ne? Und das macht steigert die Sicherheit enorm. Ne? Also wenn ich dich richtig verstehe, das Auto lernt jetzt quasi, was wir früher als Vorausschauen und das Fahren gelernt haben. Ganz genau, ja. So ist es. Also wir haben ja so zwei Slogans, we see better than the driver. Und das zweite ist dann, we sense things before they happen. Und das ist genau dieses Sensieren, dieses Fühlen, dieser siebte Sinn, was wird da passieren? Hier ist es beispielsweise für Verkehrsteilnehmer, für Personen, die in der Stadt unterwegs sind. Aber das Gleiche ist ja auch bei Autobahnen oftmals der Fall. Da fährt ein Fahrzeug auf der linken Spur, das ist ein bisschen schneller. Vorne ist ein LKW, ein kleineres Fahrzeug fährt dort mit gemächlicher Geschwindigkeit und in vielen Fällen zieht er rüber. Und jetzt geht es darum, wir bringen jetzt den Kamerasystem bei, aber auch den Radarsystem. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand nach links rüberfahren wird? Und schon können wir wesentlich früher und effizienter eingreifen und gefährliche Situationen vermeiden. Mhm. Das ist der Hauptpunkt dabei. Ja, aber kann er auch, wenn ich mich jetzt hinter dir verstecke, erkennt er mich dann trotzdem noch? Ja, der wird dich als weitere Person erkennen. Und das heißt, selbst wenn du nur verdeckt bist, erkennt er dich. Und auch Themen wie das beispielsweise hier, Stoppsignal. Ne? Ja. Wichtig für das automatisierte Fahren oder nach rechts oder nach links dirigieren von Personen, können wir ebenfalls. Ne? Und wie lernt das System? Also woher weiß das System denn, dass das jetzt hier Gliedmaßen sind und dass ich nach unten gucke oder nach oben gucke? Ja, das ist das Thema Deep Machine Learning und neuronale Netze. Wir haben relativ große Datenbanken, Hunderttausende von Bildern, Millionen bald, die wir labeln und entsprechend unterscheiden. Was ist eine Person? Was ist ein Auto? Was ist eine Straße? Was ist eine Spur? Welches ist das linke, rechte Bein, Arm, Nase, Augen, Ohren? Und das als Trainingsdatensatz
füttern wir dann rein ins neuronale Netz. Dieses neuronale Netz, entsprechend designt, wird dann trainiert. Und dann kommt dieses neuronale Netz rein in die Kamera und entsprechend wird es dann reagieren. Wir erkennen also jetzt viel genauer, was das für Objekte sind, die wir sehen. Welches sind gefährliche Situationen wie Arm-Bein-Erkennung? Das heißt, ist da jemand gebeugt und schaut aufs Handy und daraus dann das abzuleiten. Also Stichwort ist wirklich neuronale Netze, ne? Deep Machine Learning. Okay, habe ich verstanden. Ich danke dir, Sascha, für die Erklärung. Ja, gerne. Und ich denke, das ist jedem klar, autonomes Fahren wird bald kommen. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Wir verstehen, wie die Kamera überhaupt ein Objekt erkennen kann und uns bzw. die anderen Verkehrsteilnehmer auch schützen kann. Ja, das war's auch schon mit der Folge Ausfahrt TV Wissen. Ich hoffe, ihr habt eine Menge für euch mitnehmen können. Ich verabschiede mich jetzt einfach wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan.